Millionen werden in diesem Sommer in Spanien wieder zum Stierkampf gehen. Und die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich nicht wissen, dass es sogar in Deutschland einen einzigen Stierkampfclub gibt. Curro Ballesteros, selbst in den 50er Jahren einer der besten Stierkämpfer in Spanien, leitet diesen Club zusammen mit seiner Frau und zusammen mit seinem Partner Rainer Jitschik. Zunächst mal herzlich willkommen bei Nasiste. Was mache ich als Deutscher, der vielleicht von Spanien ein bisschen Ahnung hat, aber vom Stierkampf überhaupt nicht, in Ihrem Club? Was lerne ich da? Ja, zuerst würden Sie lernen, durch Video, Kassette, das wir aus Spanien geschickt haben, von der spanischen Fernsehen. Und dann sind alle die besten Matadores, die aktuell in Spanien sind, können Sie ein bisschen so lernen, wie das ist. Oder, und können Sie es uns mal demonstrieren? Sie haben einige Utensilien da. Ja, was lerne ich da? Zum Beispiel in den Capote, das erste. Bauen Sie mich oder halten Sie es alleine? Oder soll ich den Stier machen? Nein, das sollen Sie nicht. Das ist eine Übung. Ja, ohne Stier geht's. Prima. Doch, jetzt kann man sich's denken. Prima. Und das? Das ist das Original, nur dass wir nicht geschliffen haben. Ja. Aber das ist ein Original, wo man das sieht. Das ist schon mal abgekämpft, oder? Nein, ist das so? Nicht. Ist nicht geschliffen. Was machen Sie damit? Ein paar Figuren, das ist die Stunde der Wahrheit. Es sei auf Deutsch. Wer sagt eigentlich Olé, der Matador oder das Publikum? Der Stier. Prima. Vielen Dank für die Demonstration. Jetzt können wir es uns ungefähr vorstellen. Aber und deswegen haben wir Sie ursprünglich eingeladen. Sie sind nicht nur in Spanien unter erheblichem Druck durch die Tierschützer. Stierkampf wird von einigen Leuten nicht mehr als ein Riesenfest, als eine normale Volksbelustigung angesehen, sondern es heißt, es ist letztlich nur ein grausames Gemetzel. Wie stehen Sie dazu? Ja, ich respektiere jede Meinung. Muss so sein. Ne? Aber das ist keine Tierquälerei. Man weiß, das Tier, der lebt 5 Jahre. Und das ist, der lebt wie ein König. Und wenn wir zum Beispiel die Corrida abschaffen, da würde diese Rasse von dem Tier abgelöscht. Und das ist das Einzige, was in die Welt ist, dieses Tier. Diese Urrasse überhaupt noch, dass sie, der Stierrest, die ist immer noch da. Und dann hätten die Tierschützer wieder was zu protestieren, weil diese Rasse nicht mehr besteht. Es ist eine speziell gezüchtete, nicht Rasse will ich sagen, sondern der Kampfstier ist... Aber ein speziell gezüchteter Stier, der nur deshalb gezüchtet wird, um dann doch sehr barbarisch umgebracht zu werden. Und das Tier leidet ja. Was hat eine solche Zucht für einen Sinn? Der ist nicht speziell gezüchtet. Das ist das Urtier. Der ist nicht gezüchtet. Aber er wird durch Sie praktisch am Leben erhalten. Sie züchten ihn, damit genügend da sind. Ja, ohne den Charakter des Kampfstieres gäbe es ja also keinen Stierkampf. Der Stierkampf ist von Natur aus aggressiv und das wird bei der Corrida mit einbezogen. Ein Kampfstier, der so zahm in die Arena kommt, der wird genauso wie seine Artgenossen dann dem Schlachthof zugeführt. Das ist klar, aber es ist doch so, dass viele von den Stierkampfanhängern sagen, das sei ein Sport. Bloß beim Sport ist ja immer ein Wettbewerb da. Einer gewinnt. Bei Ihnen verliert der Stier ja immer. Das ist kein Sport. Stierkampf ist kein Sport. Das ist ein symbolisches, ein tragisches Symbol zwischen einem Stier und einem Mann. Der Stier hat die gleiche Chance, den Mann zu töten, wie den Mann des Stiers zu töten. Also es ist kein Sport. Haben Sie nicht vor 2 Tagen gelesen, dass sogar in Dänemark ein Ehepaar von einem Bullen zertrampelt wurde? Ein ganzes, also ein Ehepaar. Gut, das ist ja nicht unbedingt ein Gegenbeispiel. Es ist nur so, dass diese Stierkämpfe sehr oft auch so ausgehen,
dass dem Stier die Hörner angesägt werden oder dass er brennendes Öl auf seine Hörner bekommt, was dann langsam runtertropft oder dass ihm bei so Stierkämpfen auf dem Land Augen ausgestochen werden, dass Dorfbuben mit Taschenmessern auf ihn eindreschen, bis er dann durch den Blutverlust geschwächt zusammenbricht. Was hat das alles mit Tradition, mit Kultur, mit dem katholischen Spanien zu tun? Das müssen wir unterscheiden. Wir dürfen also die Dorfstierkämpfe, die in verschiedenen Städten Spaniens durchgeführt werden, also nicht mit einer Corrida de Toros vergleichen. Die Corrida de Toros, das ist also ein Kampf in ganz bestimmten Regeln. Also der Matador muss sich ganz bestimmt an diese Regeln halten. Nur am Ende ist der Stier genauso mausetot wie woanders auch. Das ist also der Zweck, also der Corrida. Der Stier stirbt und er hat vielleicht eine ganz, ganz kleine Chance. Und zwar, da gibt es also einen Stierkampf. Der ist kürzlich in Ronda durchgeführt worden, und zwar das ist die Corrida Concursos de Ganaderías. Und der Stier hat sich außergewöhnlich tapfer gezeigt und er ist begnadigt worden. Also hat der Stier auch eine ganz kleine minimale Chance, das darf man nicht vergessen. Aber ein seltenes Schicksal für einen Kampfstier in Spanien, dass er begnadigt wird. Das ist wahr. Also Sie sind nicht bereit, von diesem Stierkampf irgendwann mal abzulassen und zu sagen, die Zeiten haben sich geändert. In Portugal gibt es auch Stierkampf, aber die Stiere werden nicht dabei getötet. Sie sind da überhaupt nicht kompromissbereit. Die wollen jetzt in Portugal genau wie in Spanien machen. Weil eine Corrida ohne das Tier zu töten, das ist natürlich ein großes Risiko, das ist klar. Ne? Aber der richtige Risiko und gefährlich ist, wenn man das Tier tötet. Das ist die Stunde der Wahrheit. Ne? Der Stier stirbt und da wollen auch die in Portugal, weil so Langeweile ist, in Portugal, dann wollen die jetzt auch so machen wie in Spanien. Also ich danke Ihnen, dass Sie sich zumindest hier gestellt haben. Vielleicht ändert sich 1992 etwas, wenn der gemeinsame Markt der Europäischen Gemeinschaft da ist, dass man die Spanier stärker unter Druck setzen kann als EG. Ihnen danke ich fürs Kommen. Und jetzt kommen wir